zu laut. Und diese Stange da links im Bild sieht aus, als wenn sie dieses Ding da oben vögeln würde. Findet ihr nicht auch? Oh ja, oh los, gib's ihm, aber hart. Oh. Ja, okay, also gut, ja, warum ich plötzlich hier stehe und nicht da weitermache, wo ich eben war, kann ich euch sagen, der Screencast ist 2 Minuten, bevor ich eh aufgehört habe, abgekackt. Alles, was ich verpasst habe, ist höchstens ein toter Stock. Oh, da soll man wohl durchgucken können. Und ungefähr 2 Minuten planloses Hin- und Hergerenne, weil ich keine Ahnung habe, wo zum Henker ich lang soll. Weiß es auch immer noch nicht. Ich überlege mir das vielleicht noch. Vielleicht. Ali. Hopp. Cool. Oh, scheiße. Das war ja sowas von umsonst, hier rüber zu springen. Ali. Hopp. So, Mein Aufzug, der fährt nach unten. Ja. Schön für den Aufzug. Ah, dieses Kristall da oben ging mir auf den Keks. Alter, diese Lampe. Ja, das planlose Rumgerände geht weiter. Ich merke das schon. Oh, ja, hier waren wir. Witzig. Hier ist ungefähr ein Screencast abgekackt, als ich nochmal so neu geladen habe. Mit meiner Waffe so, Reload, nee. Bin ich hier so ein bisschen rumgeeiert und... Ja, das waren zwar keine 2 Minuten, von da bis hier wahrscheinlich bin ich noch woanders gewesen. Ey, oh, das weiß ich nicht mehr. Ist jetzt schon, ey, für mich 2 Tage her oder so. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb und ein Sieb wie ein Gedächtnis. Was mache ich hier eigentlich? Und wer seid ihr? Und warum habe ich ein Maschinengewehr in der Hand? Und wo bin ich hier? Und eine Leiter. Ich gehe mal wieder zu dem Typen hoch. Ey, was da hoch? Boah, geil, was ist das? Boah, geil. Das ist, wenn ich weiter nach oben will. Der Typ ist einfach nur im Weg. Hey. Penispumpen, Pindöppel, komm mal da runter. Hallo. Oh, nicht wahr jetzt, oder? Die Tür ist zu. Nehmen wir an, das ist nur die Normal und die Specularity Map von dieser Scheibe, aber die Transparency Map oder wie auch immer, die das gelöst haben bei diesen merkwürdigen, nicht dicht durchsichtigen Scheiben, haben sie wohl ein wenig verkackt. So, offline, 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 keine Schalter zum Drücken, keine Hupen, schade. Ich drück so gerne Hupen. Okay. Was tue ich hier eigentlich und warum weiß ich nicht, wo ich lang soll? Alter, dieses Geblitze, das geht ja auf den Keks. Das nehme ich gerne. So, was kann man hier noch so? Also, ich kann ja ganz schön weit nach hinten. Zurück. Oh, Kisten durch die Gegend katapultieren. Ja, nee, hier war ich schon mal irgendwann. Ein Aufzug. Wo führt der uns hin? Waren wir hier schon? Ja, hier war ich schon. Kann mir mal einer sagen, ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Oh, Schalter. Cool. Aha, lecker Mampfi Mampfi. Hier ist wieder ein bisschen Disco-Licht. Aber effektiv bringt mir das nichts. Sind die Struggies angekommen? Hm.
Wahrscheinlich ist das nicht vorhandene Rätsel zur Lösung so einfach, dass es schon wieder kompliziert ist und für mich einfach zu hoch. Geh mal weg da, geh mal weg da, geh mal weg da. La 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 la. Gehen wir hier rüber. Wohl. Hey, ich will da. Oh. Ah, ich will es. Und zwar sofort. Ja, nö. Wie weit kann ich eigentlich zurück? Ja, ich schaue mich hier nur um. Das stimmt sogar diesmal. Ist ja nicht so, dass wir mitten im Krieg wären. Oh, okay, hier bin ich hergekommen. Und die Zeit drängt und so und die Erdstreitkräfte zurzeit ein bisschen aufgerollt werden und wir uns eigentlich Repair the Tram. Wieso lese ich sowas eigentlich nie? Also Repair Tramrail. Redirect Repair Bots to repair the broken tramrail. Yeah, aber wo sind denn diese Schalter? Find a tram in order to get to the Data Process Tower. Okay. Dann suchen wir mal irgendetwas, was so ähnlich aussieht wie das Bild da. Wo könnten wir das sehen? Was haben wir denn da so? Monitor. Das könnte so ein Blick auf die Tram sein, oder? Warte, muss ich kurz wieder hier gucken, wo ich hier eigentlich lang laufe. Ich bin jetzt nur aus dem Augenblick hier lang gerannt. So, hier sollte ich jetzt nicht auf das Ding gucken. So, Augenwinkel. Augenwinkel, toll. Mal ein bisschen nach vorne lehnen. Was haben wir denn da? Ja, das könnte die Tram sein. Muss ich nur nach oben. Ich bin schon unter dem Ding drunter durch. Noch irgendwie. Dahin. Die Tür ist zu, da wollen sie mich nicht lang haben. Sich komische Gänge durchgehen, sich zudampfen lassen. Das ist doch toll, da kommt doch Freude auf. So, das Doofe ist halt, die Fenster sind sowas von undurchsichtig. So, also wenn das da diese Tür eventuell ist, die ich da sehe. Müsste das Räumchen. Guck mal, was haben wir denn hier da? Ist noch so dieses Blitzeräumchen da. Das könnte es doch sein, hä? So, was ich komme noch nicht hin, weil der NPC da im Weg steht. Ist jetzt nicht wahr, oder? Komm her, du Schwachmat. Hast keine andere Wahl gelassen. So, jetzt will ich den erstmal wieder los. Ist er da unten? Da kann er nicht gefährlich werden. Offline. Oh, Warning. Offline. Das Ding kann ich nicht noch weiter drehen. Hier waren wir schon. Hier kann ich aber auch nicht wirklich irgendwo lang, ha? Aua. Du bleibst da. Du machst uns so wieder irgendwas kaputt. Außerdem ist das mein Job, Dinge kaputt zu machen. Da bin ich doch eben erst lang gerannt. Meine Güte, Vortex, wie blöd bist du eigentlich? Kauf dir mal eine Tüte. Intelligenz oder so, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu teuer für mich. Und hätte ich soweit ja schon längst. Nein, du bleibst, wo du bist. Kannst ja nicht gefährlich werden, da kannst du keine Dummheiten machen. Okay, nam, 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 nam. Dann bin ich hierher gekommen. Repair Bot Controls. Wer lesen kann, ist klar in Nachteil oder so. Guten Tag, der Herr. Ich hoffe, Sie haben es da gemütlich. Was Aufzugtechnisches, was so mehr oder weniger aufzugtechnisch ist. Ja, da oben war ich noch nicht, oder? Ja.
Genau, die Eisenplatte fährt durchs Gitter durch. Ich weiß, da kann man auch durchgucken eigentlich. Wahrscheinlich sehe ich da jetzt irgendwas Gruseliges, was ich jetzt gerade nicht sehe. Weil ist schwarz und dunkel und undurchsichtig. What the fuck? Das ist nicht das normale Hauptmenü. Naja, wenigstens weiß ich jetzt, wo ich lang muss. Den Bob da oben kann ich da eigentlich da oben lassen, ohne dass ich in die Luft jagen muss. Ich muss eigentlich nur. Frag mich nicht, was das gerade war. Das Spiel war gerade der Meinung, es müsste ins Hauptmenü zurückspringen und mich ein bisschen verarschen. Jetzt gehen hier lang. Wir folgen der unauffälligen Schrift. Repair Bot Controls und so was. Ich meine, effektiv haben wir jetzt keine Zeit verloren. Das könnt ihr sogar gekonnt rausschneiden. Da könnt ihr meine Nubigkeit nicht sehen. Klingt nach einem Masterplan. Denn das Spiel kackt jetzt gleich wieder ab, wenn ich da an der Stelle bin, weil. Keine Ahnung, warum es aber das getan hat. Nein, diesmal nicht. Das war wohl ein temporärer Bagger. Jungs, ihr seid nicht gerade die Besten. Wisst ihr das eigentlich? Ihr seid eigentlich ziemlich dämlich. Das will schon was heißen, wenn ich das schon sage. Ja. Gucke mal da. Offline und Knöpfe zum Drücken. Repairbot in Transit oder sowas. Gucke mal da. Des Rätsels Lösung war so einfach, dass es schon wieder zu hoch für mich war. Und guck mal hier, jetzt kann ich diesen Aufzug hier verwenden, den ich eben nicht gesehen habe. Und bin viel schneller wieder hier hinten zurück. Und das ist doch total toll. Ja. Wo haben wir das hier Ganze? Also ich kann jetzt hier nicht auf diese. Wie ist denn der da hingespawnt? Oh. Ja, ist mir egal, ob das Ding jetzt in voller Geschwindigkeit fahren wird oder nicht, ey, ne? Naja, Leute, übrigens, ich werde, falls der Screencast nicht abschmiert, der tut es manchmal, ich weiß nicht warum, versuchen vielleicht diese Aufnahmesession das Spiel zu Ende zu bringen, weil es müsste ungefähr auch so auf die 25 Folgen kommen, so, Doom 3 technisch würde ich mal das betrachten. Ich meine, ich habe jetzt schon relativ viel, es müsste so allmählich gegen Ende gehen. Ja, gut, ich darf jetzt. Leck, leck, leck. Dinge kaputt schießen. Schon fast toll ist das. Jo. Nur ein toter Strock ist ein guter Strock, pflege ich zu sagen seit heute. Ich denke mal, das stimmt mir alle zu. Das könnten wir jetzt noch nicht einholen, wenn das Ding hier auf Fullspeed fahren würde. Das wäre das ganze Gameplay ja voll langweilig. Man könnte solche lahmen. Filmdinger oder sowas. Ich meine, ich kenne das noch aus Filmen, dass man verfolgt wird und irgendwie die Verfolger schneller sind als die Hauptcharaktere. Und ich meine, diesmal begründen die das ja schon fast. Ja, indem das Ding einfach kaputt ist. Und bam. Und so weiter und so fort, ne? Wisst ihr, was mir auch mal aufgefallen ist? Irgendwie sind in Filmen die Leute immer zu blöd vor Hindernissen oder vor irgendwelchen Dingen, die hinter ihnen herpoltern. Seien es große Steine oder irgendwelche Eisenbahnen, die vom Himmel fallen. Oder so ähnlich. Davor wegzurennen. Die rennen immer in die Richtung, wie das Ding poltert. Die rennen nicht irgendwie nach links oder rechts, egal wie viel Platz da ist. Kann mir einer erklären, warum das so ist?
meine, hier macht es ja Sinn, da hängen wir ja an der Schiene, ne? Da kann man nicht nach links und rechts ausweichen, aber bei so anderen Verfolgungsdingern, da rennen die ja immer geradeaus weg und das macht manchmal voll gar keinen Sinn. Cool, ich habe mal wieder eine Mission geschafft und ganz schnell auf Zeug gelabert. Jo, es ist alles so laut. Ich muss immer so schreien. Das muss ich aber gar nicht. Ich meine, ich kann das ja später nachregeln, wie ich will. Es ist doch total Data Processing Terminal mäßig, ne? Ja, Loading. Lula lila 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 lilu. Nur der Vortex im Mond schaut zu, wie er hinterm Mond keine Ahnung hat und einfach nicht singen kann. La 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 la. Na komm schon, alter Ladi, 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 Daten. Data, Daten, jetzt tun. Jetzt. Jetzt lade Daten. Ja, klick to continue. Toll. What the fuck? Nein. Okay, ich beeile mich schon. Ja, klar. Ich muss den Data Processing Tower anschalten. Das war halt zu erwarten. Ganz schön dunkel. Oh, guck mal da. Boah, ist das dunkel. Boah. Es ist hoch. Oh, das ist hoch. Das ist ein bisschen zu hoch. Hoch für meinen Geschmack. Diese Brücken, die hier sich Strock sich haben einverlassen. Also, ich meine, da muss man den schon lassen. Kreativ sind die Jungs ja. Na, komme ich jetzt irgendwie nicht rüber. Nehme ich halt die andere. Süd, 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 Süd. Das ist toll, diese Viecher. Wenn sie nicht immer so aggro werden und eigentlich umbringen wollten, dann könnten wir sogar fast beste Kumpels werden. Ich meine, ne? Ich habe bestimmt was zum Rendern für die. Ich würde gerne mal interessieren, was die so für eine Leistung bringt. Oh, Teleporter. Für so eine Renderleistung oder wo haben, ne? Mal hier. Der große hier. Jo. Die Kühlung muss man sich ja auch keine Gedanken machen. Die scheinen ja selbst irgendwie gekühlt zu sein und sogar einen Kampf einsetzen, den kühlen Kopf zu bewahren. Ich trau mich nicht. Wie? Nix mit Teleporten? Ah, muss ich kaputt machen. Dann mache ich doch besser mal ein paar Teleporter kaputt, ha? Besser ist. Vor mir, ja. Ich hoffe, ich brauche keinen von denen. Ich habe eher ein Problem, dass da plötzlich Leute von hinten kommen. Also mache ich gerade mal kurz einen Prozess. Teleporter inactive, ja, die sind ja auch kaputt. Da sollten sie inaktiv sein. Inaktivität report! Due to inactivity, wow! Es bewegt sich. Oh, da kann man runterfallen. Boah, leck mich fett, was ist das für ein komisches Ding? Oh. Oh, ich hab den Turm angemacht. Das ist toll. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder darüber. Auf die andere Seite von dieser unauffälligen Brücke. Ach nein, jetzt kommen die Tittenbonus-Tanten wieder. Also die ohne den Tittenbonus. Ob du mit irgendwelchen Leute herportest?